Als kleiner Deinosuchus hat man es oft nicht leicht. Die größte Gefahr geht meistens immer von den hungrigen und hinterlistigen Artgenossen aus. Und dadurch, dass es nur zwei Spawnpunkte gibt, die sich beide im Nordwesten befinden, sind die Gewässer dort in der Nähe meistens sehr überlaufen von anderen Dinos. Ich zeige euch in diesem Video einen Spot, wo ihr eure Ruhe vor anderen Dinos habt und an dem extrem viele andere Dinosaurier trinken gehen. Das heißt, potenzielle Beute habt ihr auch genug. Entdeckt habe ich den Spot dadurch, dass ich Pflanzenfresser gespielt habe. Weil die Pflanzenfresserherden sind alle dort trinken gegangen, weil es dort halt, ja, in Anführungsstrichen sicher ist. Bald nicht mehr, wenn wir dahin gehen. Und dadurch sind die ganzen Dinosaurier, die dort trinken gehen, auch extrem unvorsichtig, weil die halt einfach gar nicht damit rechnen. Der Spot befindet sich auch gar nicht so weit weg von den beiden Spawnpunkten. Der ist nämlich im Osten bei diesem Dom. Genau da, wo der Fluss endet. Da ist ein Wasserfall und im oberen Teil des Wasserfalls, da trinken die ganzen Pflanzenfresser. Hier schwimmt ihr sozusagen den Fluss lang bis zum Ende. Und dann kommt halt hier der Wasserfall. Und im oberen Teil, also genau dort, da ist der Spot. Um dort am schnellsten hinzukommen, spawnt ihr am besten bei dem Spawnpunkt Water Access. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch dem Fluss Richtung Süden folgen, an der Kreuzung links abbiegen und dann bis zum Ende. Und natürlich habe ich für euch den Spot dann auch getestet. Das hier ist jetzt also unser neues Zuhause. Ganz schön klein. Aber dafür sind wir hier immerhin allein. Oh, da kommt unser erstes Opfer. Da haben wir es. Der ist doch direkt reingesprungen. Der hat gar nicht damit gerechnet, dass hier ein Croc drin ist. Aber wir kommen hier sogar wieder hoch. Das ist sehr gut. Oh, ich habe echt Angst, hier irgendwie runter zu plumpsen oder so. Ich glaube, die Organe sind auch verschwunden. Aber ist egal. Oh, das fällt auch darunter, die Leiche. Oh, das ist natürlich schlecht. Oh, da kommen die nächsten Opfer. Da haben wir uns einen Theno gesnackt. Meint ihr, wir können den jetzt hier loslassen und dann auch hier essen? Ne, der glitscht auch weg, oder? Das gibt es doch gar nicht. Ja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen, weil so langsam werden wir hungrig. Ja, das Problem mit den Leichen, die hier durch den Boden fallen, das habe ich natürlich auch herausgefunden, wie man das umgeht. Und zwar müsst ihr aufpassen, weil der Boden hier wirklich sehr, sehr komisch ist unter Wasser. Also es ist ganz komisch gemappt. Aber es gibt ein paar Spots, wo man die Leichen ablegen kann. Zum Beispiel hier in dieser Ecke. Das klappt eigentlich immer relativ gut. Liegt jetzt zum Beispiel auch ein Theno. Manchmal dauert es ein bisschen, dann treiben die aber wieder hoch und dann kann man die essen. Und der sicherste Weg ist tatsächlich immer, wenn ihr was gefangen habt, dass ihr kurz hier aus dem Wasser geht. Und dann runter von den Felsen. Weil wenn ihr Leichen auf den Felsen ablegt, dann fallen die durch die Map. Deswegen einmal runter von den Felsen. Und sobald ihr runter seid von den Felsen, sollte das kein Problem mehr sein. Also hier vorne könnt ihr Leichen ablegen. Empfehle ich euch aber nicht, weil das ist ja sehr auffällig, dass hier so viele Leichen dann irgendwann liegen. Sondern ich empfehle euch halt die Leichen zu nehmen. Und ich würde halt die Leichen hier vorne in den Büschen ablegen. Weil hier ist auch kein Fels unter. Und hier können dann andere Pflanzenfresser, die noch kommen, die Leichen nicht direkt sehen. Und ihr könnt das dann hier alles ganz in Ruhe essen. Und jetzt zeige ich euch auch noch einen Trick, wie ihr am besten zu dem Spot nach oben kommt als kleiner Dino. Man kann nämlich den Landweg nehmen, aber der ist sehr, sehr lang, dadurch, dass hier überall Klippen sind. Oder ihr könnt einfach auf den Wasserfall zuschwimmen und dann untertauchen. Denn dort vorne ist eine Lücke, da könnt ihr euch durchquetschen. Das geht übrigens bis zu einer Größe von ungefähr 80% von dem Dino. Wenn ihr da drüber seid, passt ihr da nicht mehr durch, das müsst ihr eben bedenken. Wenn ihr hier drin seid, dann müsst ihr einmal hochschwimmen.
Dann seid ihr hier einmal an der Oberfläche. Und dann ist hier vorne nochmal so ein Loch in der Wand. Da müsst ihr nochmal reinschwimmen. Also durch die Wand einfach. Und dann seid ihr hier im nächsten Gewässer. Und hier könnt ihr hoch. Ich weiß, das sieht alles total buggy aus. Aber das funktioniert. Wir schwimmen mal ein bisschen schneller hier. Und schon sind wir oben am Spot. Es wird natürlich schon wieder dunkel. Und hier seht ihr zum Beispiel auch die andere Tenno-Leiche. Und das Gute ist, wenn ihr dann zum Beispiel mal nichts zu fressen oder sowas habt, dann könnt ihr auch ganz einfach hier wieder abtauchen. Müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein. Haltet euch lieber auf dieser Seite hier. Und dann wieder da Richtung Wasserfall. Da fallt ihr gleich einmal ein kleines Stück runter, das ist ganz normal. Und dann könnt ihr hier durch die Lücke. Und schon seid ihr hier wieder raus. Und dann könnt ihr hier den Fluss entlang schwimmen und euch einmal Fische fangen. Oh, da kommt unser nächstes Opfer. Encerato. Der ist fast entkommen, ich habe ihn aus Versehen losgelassen. Und ich habe jetzt auch eigentlich eine Stelle gefunden, wo ich die ablegen kann. Nämlich hier in der Ecke. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich. Weil wir brauchen dringend was zu essen. Da, der schwimmt wieder hoch am Wasser, das ist gut. Das heißt, ja, wir können ihn essen. Oh, Gott sei Dank. Oh, da ist ein Raptor reingefallen. Der hat mich gar nicht bemerkt, glaube ich. Wir warten, bis er trinkt. Zwei Raptoren. Tja, das war's mit deinem Mate. Kann ich sogar am Ganzen schlucken, das ist gut. Oha, da ist der Raptor. Und da kommt ein Herrera. Ich glaube, der will auch trinken. Hi. Und den Snack wäre auch weg. Na, Raptor, wie geht's dir? Wir tränken dich jetzt einfach ganz in Ruhe. Weil du so frech warst und mich anspringen wolltest. Oh, da kommen noch mehr Raptoren. Ja, den großen gönnen wir uns. Der hat sogar ein Biss überlebt. Wahnsinn. Oh, wir müssen unten bleiben. Tenno ist da. Okay, er trinkt. Oh, ich habe ihn losgelassen. Oh nein, warum? Ach so, ein Mist. Der hat mich verdrückt. Oh, ich glaube, unser Frühstück kommt da gerade. Pünktlich zum Sonnenaufgang. Und in die Tiefe. Oh. Oh nein!
Ich habe das Frühstück verkackt. Okay, ich glaube, ich muss die weiter da in die Ecke bringen. Ich muss das noch ein bisschen üben. Trau dich. Ich habe sehr großen Hunger. Den ziehen wir jetzt schön unter Wasser, schön tief. Schön hier in die Ecke. Jetzt warten wir erstmal, bis die Ausdauer von dem weg ist. Diesmal mache ich es alles ein bisschen geduldiger. Ist er gerade den Wasserfall runtergesprungen? Ich glaube schon. Aber ist ja kein Problem für uns. Ah, da schwimmt er. Okay. Oh, was habe ich denn jetzt? Ich habe ein Stück rausgerissen. Ach so, ein Mist. Ich kann den gar nicht komplett essen. Ja, das ist natürlich doof. Aber immerhin kommen wir in das Fleisch ran. Guck mal, da ist noch irgendwas Kleines. Hallo. Oh. Oh, Schaden bekommen. Oha, das ist jetzt gemein. Ja, der liegt an einer doofen Stelle. Da muss ich echt aufpassen, glaube ich. Und das ist jetzt auch schon die letzte Szene von dem Spot. Ich hatte leider die Beine gebrochen, deswegen konnte ich keine Saurier mehr greifen. Aber ich habe es trotzdem nochmal versucht, den zu killen. Die sind auch völlig in Panik geraten, wie ihr sehen könnt. Aber leider hat es nicht ganz geklappt. Aber ich glaube, ihr habt schon ganz gut gesehen, wie viel hier an diesem Spot los ist. Und ich glaube, hätte ich nicht so viele Angriffe verkackt oder so viele Leichen durch den Boden geglitscht, dann wäre mein Magen auch nicht die ganze Zeit so leer gewesen. Es war auf jeden Fall echt viel los. Probiert den Spot gerne mal aus und schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich quetsche mich jetzt hier noch ein letztes Mal durch. Ich glaube, ich war so um die 80%. Und jetzt war ich wieder in Freiheit. Falls euch das Video gefallen und geholfen haben sollte, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal für mehr und aktiviert gerne auch die Glocke. Und ein netter Kommentar für den YouTube-Algorithmus wäre auch sehr nice. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.